Ah, da kann ich ihn aufbringen. Ja, hast du leichtes Spiel gehabt, ne? Sack, ey. Ja, wollen fortfahren. Wir müssen die ganze Scheiße nochmal neu machen. Oh. Wir freuen uns schon voll. Hört ihr meinen Ton? Ach ja, das heißt, wir haben danach sogar noch einen Daimyo vor uns. Spaß. Was für ein Spaß. Ja, habt ihr gesehen? Direkt einmal im Endschlag, direkt Waffenwechsel. Direkter Waffenwechsel. Und schon sind die eigentlich so gut weg. Jetzt die Tritt natürlich, ne? Also ich hätte, was ich eben gerade fast verhauen hätte. Sprachlos. Zack. Wunderbar, wunderbar. Holen wir uns die 40. So. Easy peasy. Komisch, ich dachte, da wären noch zwei Wespen gewesen. Ich hatte mal 4 Stück getötet, oder? Ja. Da ist die eine. Da habe ich einen Fehler gemacht. Da. Ah, die eine ist schon tot. Aua. Habt ihr gesehen, der ist ganz, ganz weit drin. Nach dem nächsten Ausweichen. Seine Deckung nicht. Oh mein Gott. Boah, hör auf, irgendeinen Scheiß aktivisiert. Boah. Alter. So, komm. Du gehst nicht weg. Du kriegst das auch. Was soll das denn? Was war das denn für ein Scheiß? Oh Mann! Nicht einfach, nicht einfach. Am meisten, weil ich halt einfach so gut wie nicht getroffen werden darf. Sollte. Wir müssen die Wespen da schnell killen, dann müssen wir irgendwie... doch eine übrig lassen oder irgendwie sowas, damit da halt... Ja. Scherz, ey. Kriegt er uns noch und dann kriegt die Kackwespe uns noch. Ja, da ist er schon. So, den machen wir jetzt fertig. Es sieht vielleicht für euch jetzt ganz schön easy aus, wie ich die da alle wegschnitzel, aber... Glaubt mir, das ist es nicht. Scheiße. Ach, der gibt es nicht. Alter, und ich treffe nicht, Mann! Ja, geil, Alice gesehen. Voll schön. Weg, fliegen. Später. Alles auf uns zu. Mann, warum ist die Sicht so scheiße gewesen? Ich hänge da an der Treppe fest, ey. Mann! Scheiße, ey. Dreimal gestorben, oder? Viermal schon. Dann hänge ich an der Treppe fest und ich kann nicht mal springen. Der wollte gar nichts mehr machen. Ausweichen konnte ich nicht. Also, vielleicht konnte ich doch, aber er war zu schlecht dafür. Mann. So, gleich das hier auspacken. Gleich richtig. Der greift uns sofort an hier. Weg, ey. Und ich hätte sogar das eine Ding vergessen, ne? So, weg mit dem.
eine Wespe geht, da kann man sich gut drauf konzentrieren. Aber in der Zeit, in der man halt die eine dann angreifen würde, kommt halt immer dann die zweite dazu und sagt, ja, nö, ich bin nicht. Ah, Mann. Erstmal hier Zähne holen. Wie kostet denn die Erweiterung? Pfeffermühle will ich erweitern. Dann schießt die schneller, das ist praktischer. Obwohl mir das wenig bringt, da wir eigentlich hier auf diesem Albtraum-Ding ist danach nicht mehr spielen. Aber egal. Dann machen wir den easy peasy ganz schnell weg. So, dann ist der dran. So. Scheiße, ey. Und ich verkacke es halt. Ich hasse diese Bogenschützen. Ich hasse sie. Kann ihn nicht gescheit anvisieren. Weil der andere noch stehen. Hätte der hat mich schon zweimal getötet oder dreimal getötet, der lacht sich jetzt richtig hart ins Fäustchen. Gut, das nächste Mal hier. Nein, Stein kaputt machen, die eine Wespe, die versuchen wir größtmöglich zu ignorieren. Vielleicht schaffen wir das sogar dass sie nicht zu uns geht, indem wir halt. Wunderbar, der. Zieht aber mit sein Schwert und bam, kommt der auch gleich einer rein. Und ich glaube, wir haben gerade eben nicht den Stuff gekriegt, der runtergefallen ist. Was mich auch wunderbar freut. Mann! Warum greifen die den nicht an, ey? Weg. Dem. Steckenpferd ist zu träge, ey. Viel zu träge. Zwei Leben reichen uns nicht. Ein Hit, dann sind wir weg. Naja, wie gesagt, ein Hit, dann den haben wir ja noch. Den müssen wir ja nicht mehr abkriegen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas wirkt. Nix. Gut. Ich glaube, ich mach echt diesen Bogenschützen als erstes weg. Ne, diese eine Wespe direkt vor uns. Die mache ich als erstes weg. Weil anders geht er nicht. Ja. Wunderbar, verkackt. Verschissen. Ja, genau. Und dann macht sie noch ihren scheiß Schlenker da und dann kann man nicht mal mehr ausweichen. Ich weiß nicht, wie lange ich schon da dran bin. Eine Viertelstunde bestimmt schon. Sorry, Leute, aber wie gesagt, es ist nicht einfach. Wir sind hier, wie gesagt, im Albtraum-Modus. Wenn es euch Spaß macht, mich hier leiden zu sehen, dann gerne noch eine Stunde mal weitermachen. Ich freue mich dann auch auf den Daimyo, der danach kommt. Ne? Da kommt ja noch einer. Ich verkacke ja schon bei den Vorviechern. Ja, diesmal ein paar mehr muss ich geben. Scheiße. Jetzt gehen wir ab. Wunderbar. Alter, wie der gezogen hat! Drei Herzen! Alter! Das ist ja mal richtig asozial. Ja gut, der Vorteil ist jetzt mal, wir haben jetzt... Das heißt Vorteil, kein Vorteil. Wir hätten jetzt eigentlich zwei Hits ausgehalten. Da wir jetzt aber einen abgekriegt haben, haben wir nur noch einen, den wir aushalten. Danach kommt der hysterische Modus. Den wir hoffentlich da mal die meisten wegschätzen. Ich dachte dann immer, dass die richtig gut abwehren. Dann muss ich echt sagen, dass das die ziemlich gut machen. So. Das kann ich nicht.
Ja, wunderbar. Direkt verkackt. Ich krieg ja nicht mal einen, ne? So. Ich bin der normale Elvis. Alter, da waren zwei Bogenschütze. Oh Mann, wie soll ich denn das schaffen? Okay, ich hab eine Idee, wie ich das schaffen könnte. Ich hab eine Idee. Boah, ernsthaft, sorry Leute, ne? Ich will euch ja eigentlich nicht hier festhalten. Ich glaube, ey, es ist schon über eine Folge, die ich nur an diesem Scheiß hänge. Aber jetzt habe ich, glaube ich, ich habe eine Idee, wie das womöglich klappen könnte, sollte. Ich gehe einfach mit hier, ne? Verpiss mich einfach wieder. Ich bin schmierig. Holen wir uns wieder hier unser Cash. Ich überlege die ganze Zeit eigentlich, ich brauche das eigentlich gar nicht machen hier. Eigentlich sollte ich das einfach am Ende machen, aber ich habe Angst, dass ich es vergesse. Und hier 50 Zähne sind halt schon einiges. Okay. Also jetzt, weißt du, die einen Wespen, die müssen wir eh hinterher. Und zwei Wespen so schaffe ich normal, ohne Damage zu kriegen. Und danach kann ich gucken, ob ich die anderen da aber aus der Entfernung da abknalle, weil die ja eh nur eine begrenzte Reichweite haben. So, einer ist da. Gehen wir hier zurück. Scherze, ich krieg's nicht geschissen, die einfach zu hauen. Wegnehmen, ey. Ohne Spaß, ey. Alter, und der ballert mir sofort einen rein und gleich nochmal. Was ist das für eine scheiß fucker Cheater-Wespe? So, da ist jetzt der Damio. So, wie machen wir das jetzt am besten? Alter, das trifft sogar. So, dann können wir hingehen. Gleich wieder weg. Schaffen wir es. Diesmal haben wir keine Ahnung, was auf unserer Seite. Diesmal schaffen wir es. Teekanne. Nee. Doch, Teekanne. So. Jetzt müssen wir die Bogenschützen wegmachen. Boah, ey, endlich, weißt du. Jetzt hat die einfach so über 50 reingestrandt. Weg mit dem. So. Da kommt der zweite gleich, ne? Ich pass nicht auf. Da hinten ist was. Da kann man irgendwie hin. Ah, das ist das nächste Stage-Zeug. Ich denke schon, ich habe hier ein Geheimding erkannt, aber voll die Scheiße, die ich hier verzapfe. Ja, und da kann man auch nicht gleich drauf, weil halt. Ja, komm, zieh mal schön dran.